Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich die erste Bestellung packen auf Wunsch und ich kann euch versprechen, das knallt gleich richtig. Viel Spaß damit! Ja, die Abendunterhaltung darf nicht fehlen. Ich habe mir Fußball nebenbei angemacht, so rum. Und ein bisschen Ablenkung werde ich auch gleich brauchen, denn ich hatte ja in einem der letzten Videos gesagt, schreibt mir ruhig mal in so eine Bestellung bei mir im Bricklink-Shop, wenn ihr die Bestellung quasi verfilmt haben wollt. Also ich mache ein Video, wie ich eure Bestellung packe. Und der liebe Thomas, der hat die Chance gleich ergriffen und haut gleich mal die größte Bestellung meines Shops ever raus. Über 2000 Teile. Zumindest die größte Teileanzahl. Vom Preis her, ich glaube, das kann ich hier so sagen, sind wir bei 244 Euro gesamt für die Bestellung. Damit hat er nur knapp die teuerste Bestellung bislang verpasst. Die lag bei 249, wobei das ein großes Set war. Also da musste ich nicht so viel verpacken. Hier habe ich jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ein paar Tüten. Ich muss selbst mal gucken, wie ich das jetzt gleich hinkriege. Über 2000 Teile. Ich glaube, die größte Bestellung bislang lag bei 800 Teilen. Die wird jetzt also gesprengt. Und ich würde sagen, ich spiele das ein bisschen in Timelapse, wie ich quasi die Teile raushole und in die Tüten packe. Und am Ende schauen wir uns mal an, wie ich das Ganze dann verpacke. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie groß das Paket am Ende des Tages dann sein wird. Da lassen wir uns mal überraschen. Und ich wurde in einem Video gefragt, ob ich beim Part-Out einfach mal angeben kann, für die, die es interessiert, wie viel Zeit dabei drauf geht für so ein Part-Out. Ich weiß, das ist jetzt kein Part-Out, aber auch das ist vielleicht interessant. Ich werde euch am Ende des Videos also auch sagen, wie viel Zeit das Packen dieser Bestellung gebraucht hat. Viel Spaß damit und bis gleich. So, wir fangen an und ich hoffe, ich kann auch an einem Stück durchziehen. Ich wurde nämlich zum zweiten Mal geimpft. Daumen hoch dafür, aber die zweite Impfung hat mich jetzt ganz schön aus der Bahn geschossen. Ich habe quasi den ganzen Tag im Bett verbracht. Aber die Bestellung ist nun mal eingegangen und da muss ich die natürlich auch packen und da kann ich mich jetzt nicht mehr vordrücken, aber vielleicht reichen 12 Stunden im Bett dann auch irgendwann aus. Ich werde mir das Tablet noch an die Boxen stellen, damit ich da schneller weiß, wo ich hinlangen muss und ich würde sagen, ich schmeiße dann hier alles aufs Tablet und packe ein. Das Ganze wird in Timelapse laufen, bis später.
So, das ging jetzt doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Der gute Thomas hat nämlich eine Sache fantastisch gemacht. Er hat alle Lots, oder alle nicht, aber die meisten Lots, die meisten Steine, die er gekauft hat, immer den kompletten Bestand leer gekauft. Und ihr habt gesehen, ich weiß ja, wie viele Teile drin sind. Wenn der komplett abverkauft wird, kann ich die Dose einfach entleeren und da reinschmeißen. Und ihr habt jetzt vielleicht auch nochmal gesehen, wie stark diese Mini-Magazine quasi sind. Wie schnell das geht, die habe ich wie immer unter meinen Videos unten verlinkt. Das ist ein Amazon-Link, da kriege ich eine kleine Provision, wenn ihr darüber einkauft. Das der Vollständigkeit halber, also mit den Teilen kann man halt super, jetzt hätte ich fast ausparten gesagt, schön die Teile hier zusammenschmeißen. Vor allem, wenn jemand immer alle leer kauft, dann braucht man einfach nur noch reinkippen und gut ist. So, und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen Teile an. Ich habe während des Videos, vielleicht habt ihr das gesehen, die Art des Steineausräumens quasi geändert und habe es jetzt dann doch nochmal in diese Boxen gepackt, damit ihr wie beim Ausparten sonst bei meinen Videos hier auch mal einen Blick auf die Teile erhaschen könnt. Und es freut mich, dass er nicht diese Standardteile gekauft hat. Immer diese Steine, diese Bricks und viel in Dark Blush und Light Blush Grey. Er hat halt wirklich besondere Teile gekauft und immer eine ganze Menge, ne? Von irgendwelchen Shootern von Star Wars über viele Ninjago-Teile. Ab und zu, ich habe ja mittlerweile ein paar, wirklich nicht viele, aber ein paar gebrauchte Teile im Shop. Das sind monochrome Hosen gewesen. Das Pflanzenteil in dieser Farbe habe ich in einem der letzten Videos neu angekündigt und habe sogar noch erwähnt, dass mir die Farbe so noch nie untergekommen ist. Also ich hatte sie noch nie auf dem Tisch liegen. Schwuppdiwupp sind alle weg. Und Thomas, falls du das Video hier siehst übrigens, ne? Ich wüsste wirklich gerne, was du mit diesen Steinen machst. Also wenn du irgendwas planst zu bauen, schick mir gerne Fotos, entweder über Instagram oder frag mich mal bei Bricklink nach meiner Mailadresse. Mich würde das wirklich interessieren. Oder hier bei YouTube kannst du mich natürlich auch anschreiben. Denn du hast mich ja über YouTube auch gefunden. Sonst wüsstest du ja nicht, dass du in der Bestellung erwähnen solltest, dass ich deine Bestellung auch packe. So, machen wir hier mal weiter. Hier sind diese neuen Pflanzenteile in diesem Türkiston. Auch fantastisches Lego-Steinchen. Er hat sehr viele 1x1 Roundplates gekauft. Mich würde es wirklich interessieren, was er damit macht. Viele Pflanzenteile, teilweise in diesen Naturfarben, aber auch in diesen abgefahrenen Winterfarben. Freut mich auch sehr, dass da so viele unterschiedliche Sachen über den Tisch gegangen sind. Von Transclear-Flaschen über diese Totenköpfe in verschiedenen Farben. Hier mal in Weiß, hier in diesem, ich glaube, das ist ein Leimton. Es ist schon echt witzig, was da in dieser Bestellung alles zusammengekommen ist. Und was natürlich den Preis nach oben schraubt, sind die Minifiguren. Er hat allein 14 Mal von den Ninjago diesen Ork oder was auch immer das sein soll, gekauft. Sowas schlägt er natürlich zu Buche, aber hier auch nochmal Star Wars, ein Tusken Raider. Oder halt tatsächlich zwischendurch mal ganz normale Steine in einem vernünftigen Farbton. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Bestellung und ich hoffe, du bist happy mit deinen Steinen. Ich werde jetzt nochmal die Timelapse anschmeißen und das hier in Tüten packen und dann muss ich mir irgendwo einen Karton suchen, wo das noch alles reinpasst. Bis gleich. Schaut das dann aus, wenn die Wand geräubert wurde? Und ich gehe mal zur Seite. Ihr kennt das ja vielleicht aus meinen Videos schon. Überall, wo jetzt was raussteht aus der Wand, ist ein Lot quasi aufgebraucht, beziehungsweise ist wieder Platz. Und der gute Thomas hat ganz schön zugeschlagen. Hier sind jetzt nämlich wieder einige Kästen rausgezogen, vor allem auch auf der neuen Wand.
Vielen Dank also schon mal dafür. Ich habe wieder Platz zum Befüllen. Weiter geht's. Es ist mittlerweile der nächste Morgen. Nichts schmeckt besser, als aus der eigenen Tasse morgens mal einen Kaffee zu schlürfen. Prost an dieser Stelle. Ich habe es nicht mehr ganz fertig gebracht gestern. Es wurde einfach zu spät. Hier seht ihr die komplette Bestellung. Die werden wir jetzt in einen gebrauchten Amazon-Karton packen. Der passt eigentlich perfekt. Das sieht jetzt hier ein bisschen wild aus. Aber wichtig ist, dass die Teile wirklich eng aneinander liegen. Dass die nicht beim Versand, beim Postweg da dauernd aneinander schubbern. Und so entstehen ja vor allem bei Lego-Steinen öfter mal Kratzer. Das passt perfekt hier rein. Was natürlich nicht fehlen darf, das kleine Dankeschön. Und ich sage hier wirklich, wirklich vielen Dank für deine Bestellung. Ein Monster an Bestellungen. Ich habe mich super gefreut. Viel Spaß mit den Teilen, Thomas. Wie gesagt, wenn du uns mitteilen möchtest, was du aus den Steinen baust, lass mich das auf irgendeinem Wege wissen. Vielleicht hast du ja eh schon was im Internet. Dann einfach mal den Link rüberschicken oder so. Würde mich wahnsinnig freuen. Und ich werde jetzt hier noch Versandmarken aufkleben, deine Adresse draufhauen. Und dann kann das gute Stück zur Post. Für alle anderen, falls ihr mehr Videos sehen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Daumen nach oben. Ach, Daumen nach oben sowieso, hoffe ich doch. Glocke drücken nicht vergessen, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video erscheint. Das nächste kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das wird nochmal abseits von Bricklink laufen. Das wird tatsächlich ausnahmsweise nochmal ein Speedbuild. Und zwar von den Brickets, von allen 5, die hier stehen. Das dürfte am Dienstag kommen. Ich sag euch allen ein schönes Wochenende, guten Start in den Tag und bis zum nächsten Mal. Servus! Ja.